Also, diesen Geheimdienstmann hat es tatsächlich gegeben. Ja, gegeben ist auch das richtige Wort, weil man weiß momentan nicht, was mit ihm passiert ist. Es sieht wohl so aus, dass er ja, am 11. August 2009 hat der israelische Mikrobiologe Josef Moshe in einer Radiosendung von Dr. True Ott in Los Angeles angerufen und hat dort verkündet, dass die Pharmafirma Baxter International eine Biowaffe in der Ukraine verbreiten wird. Ja. Moshe sagte, er wäre ein Mikrobiologe, der Beweise über einen kontaminierten H1N1-Impfstoff an den Oberstaatsanwalt aushändigen will, der von Baxter produziert wird. Er sagte weiter, das Labor von Baxter in der Ukraine würde eine Biowaffe vorbereiten, die als Impfung getarnt ist. In der Tat hat Baxter in der Ukraine Laboreinrichtungen, das wird hier auch erwähnt. Das ist übrigens der Alles Schall und Rauch Block. Ja, das sage ich dazu, ich lese das hier raus vor. Weiterhin steht hier, er bestand darauf, dass der Impfstoff Adjuvantien beinhalte, um das Immunsystem zu schwächen und die RNA des Virus der spanischen Grippe von 1918 replizieren würde. Exakt das, was auch passiert. Interessant, genau diese Vorhersage passierten fast 3 Monate später, schreibt man hier bei Schall und Rauch. Tatsächlich in der Ukraine, eine Epidemie hat sich dort ausgebreitet, bei der laut offiziellen Angaben fast 500.000 Menschen infiziert sind, 24.000 in Spitäle eingeliefert wurden und es 81 Tote gibt. Ich muss hierzu sagen, die Zahlen gehen wirklich auf jeder Webseite auseinander. Ich habe also bisher noch keine Webseite gefunden, wo es wirklich identische Zahlen gäbe. Das weiß ich nicht, wie das zustande kommt, dass da ständig andere Zahlen, aber okay. Nur diese Zahlen, die scheinen mir hier doch realistisch zu sein. Also 81 Tote. Gut, okay. Ob es sich wirklich um die Schweinegrippe handelt oder ob oder wie manche Berichte lauten, um eine Lungenpest, ist nicht klar. Naja, nun, die Lungenpest ist ein Bakterium. Okay. Ja, am nächsten Tag, also am 12. August, passierte dann Folgendes, steht hier, die Polizei von Los Angeles, LAPD, berichtet, Josef Moshe hätte sie angerufen und gedroht, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen. Das ist immer interessant, dass ausgerechnet nach solchen Vorhersagen von solchen Leuten solche komischen Anrufe stattfinden, damit die Polizei dann einen Grund hat einzugreifen. Ja, Beamte, welche den Anruf entgegennahmen, benachrichtigten daraufhin den Secret Service, die Leibgarde des Präsidenten. Am 13. August 2009, Beamte des US Secret Service und der LAPD versuchen Moshe in seinem Haus aufzusuchen. Moshe fährt mit seinem roten Volkswagen Beetle weg und dann passiert es tatsächlich. Ja, ein SWAT-Team stellt das Auto von Moshe in der Nähe des Federal Buildings, also Gebäude der Bundesministerien, steht hier in Klammern, an der Wilshire Boulevard 11000. Das Federal Building wird abgeriegelt und alle Bedienstete müssen drin bleiben. Moshe wird verfolgt und das Auto eingekeilt, während er drin eingeschlossen sitzt. Die ganze Episode wird von Hubschrauber aus live über die, auf die, nee, Entschuldigung, la. Aus live über die TV-Station übertragen und anhand der Fotos, die später in den Zeitungen erscheinen, sieht man, Mosche ist von gepanzerten Fahrzeugen umringt. Dann sieht man weiterhin auf dem Bild, sieht man noch einen Roboter, der sich mit dem Fahrzeug nähert. Das ist so eine runde Scheibe. In der Mitte sieht man ein Loch, das sieht in der Tat aus wie eine EMP-Waffe, also eine elektromagnetische Impulswaffe, die sehr wahrscheinlich dazu dienen soll, alle elektronischen Kommunikationsgeräte außer Kraft zu setzen, weil man ja annimmt, dass er ein Geheimagent ist. Ja, dann geht das weiter. Also es wird Tränengas in das Fahrzeug geschossen, aber Moshe reagiert nicht. Er scheint immun dagegen zu sein. Es wird vermutet, dass er vom Mossad ausgebildet wurde, dass er gegen den Reichshof abgehärtet ist. Ja, dann geht das so weiter. Das Ganze wird dann ziemlich übel. Die schmeißen dann nochmal Pfefferspray und Gas und ich weiß nicht was rein. Naja, schließlich wird er dann verhaftet und verschwindet. Und ja, interessanterweise berichtet keine Zeitung, kein Mainstream-Medium darüber. Das Ganze wird totgeschrieben, totgeschwiegen, Entschuldigung.
Ja, ich lese hier mal einen Auszug aus der Radioshow vor. Hier ein Auszug aus der Radioshow von Dr. Diegel, wo Dr. Ott über Josef Mosche spricht. Ab Minute 55 hört man. Der Mann hat gesagt, er hätte Beweise, dieses Zeug wird in der Ukraine hergestellt. Hier ist, was sie dann mit ihm gemacht haben. Vergangenen Donnerstag, 13. August in Los Angeles, war Moshe auf dem Weg zur israelischen Botschaft und er stand vor dem Hauptquartier des FBI. Sie umzingelten ihn mit einem SWAT-Team, ja einer ganzen Armee. Sie haben ihn mit einer EMP-Pulswaffe beschossen, um alle Kommunikationsgeräte, die er bei sich hatte, auszuschalten. Sie haben sein Auto viermal mit einer Pfeffersprühkanone getroffen. Es ist erstaunlich, dass er nicht zusammenbrach. Er ist vom Mossad und ein Wissenschaftler. Es gab keinen Grund, einen Mann in den Mitfünfziger, der in seinem Auto saß, mit diesen Waffen auszuschalten. Ein Roboter brach die Scheibe ein und dann haben sie ihn geteasert. Diese ganze Aktion mit den vielen Beamten und Waffen kostete eine Viertelmillion Dollar. Wow. So wie ich mich von seinem Telefongespräch erinnere, nee, so wie ich mich von seinem Telefongespräch erinnere, kann er Baxter in Chicago mit Kontakten in der Ukraine und Obama in Verbindung bringen und er hat die Dokumente dazu. Okay. Ja, also auf der Schall- und Rauch-Blogseite findet ihr diese Radiosendung, da könnt ihr euch auch Videos dazu ansehen. Ja, gut, man könnte jetzt hier weiter ins Detail gehen. Für mich erhärtet sich eigentlich nur eine Sache immer mehr und mehr, nämlich dass diese Baxter-Fritzen ziemlich viel Dreck anstecken haben. Und wenn es da jemanden gibt, der Obama da in Verbindung bringen kann, dann wäre das im Grunde genommen wieder nur ein weiterer Beweis dafür, dass wir recht haben mit unserer Verschwörungstheorie, dass es eine Verschwörung gibt, dass diese Leute aus ihren elitären Clubs heraus tatsächlich versuchen, dahingehend ihren Einfluss geltend zu machen, die Macht an sich zu reißen. Seien wir doch nicht naiv, es ist ein ganz natürliches Bedürfnis des Menschen, genau das zu tun. Und wenn jemand in der Lage dazu ist, das zu tun, dann tut er das auch. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, welcher noch stark in seinem Ego behaftet ist, das nicht tun würde. Es ist ganz natürlich, dass man es tut. Ja, und zu glauben, es ist schon alles gut und die lieben Herren Politiker, die sind doch alle so seriös und meinen es doch schon irgendwie gut mit uns. Zum einen wird, wenn ich das so sagen würde, jeder anfangen zu grinsen, aber interessanterweise grinst jedermann darüber, nur die ganze Welt verhält sich tatsächlich so, als würde sie das annehmen, dass dies wahr wäre. Ist es aber nicht. Ja. Dieser Mosche, wie hieß er, Josef Mosche, also Josef Mosche hieß er, ja, soll angeblich, ja, der ist verschollen. Man weiß nicht, wo er ist. Es gibt Berichte darüber, dass er in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Wiederum andere Berichte gehen dahin, dass er in Israel sein soll. Das weiß man nicht. Das ist sehr verdächtig. Überhaupt ist es sehr verdächtig, dass sehr viele Wissenschaftler aus diesem Bereich plötzlich gewaltsamen Todes sterben. Das wird hier in diesem Bericht auch erwähnt. Ja, die Frage ist, wie lange wollen wir noch warten, ne? Also ich meine, ich wundere mich sowieso, dass es nicht mehr Videos dieser Art hier gibt. Ja? Also in den USA fühlt sich fast jeder Zweite dazu berufen, solche Videos zu machen, wie ich sie hier mache. Aber hier in Deutschland sind die Leute irgendwie, ich weiß nicht, bequem oder faul. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, ich bekomme eine Menge Zuspruch für das, was ich hier tue. Aber dennoch ich bekomme von einigen Leuten rege Unterstützung, was die Informationsquellen anbetrifft. Das ist natürlich auch Unterstützung, das ist Arbeit, das muss man sehen. Aber ich vermisse von einigen anderen Leuten, die eigentlich sehr passiv sich das Ganze nur reinziehen und dann Daumen rauf, Daumen runter bewerten. Leute, dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Ne? Ist nicht dafür gedacht, dass ich hier ein Publikum unterhalte und Daumen rauf, Daumen runter, 4 Sterne, 5 Sterne, 3, 2 oder 1. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Es geht hier um eine Information, die ich versuche zu verbreiten und es geht hier darum, dass das hoffentlich irgendwann mal hier oben klack, klack, klack macht. Ja? Ich frage mich wirklich, mit welchen Durchschnittsintelligenzen